So, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus Komplettwort. Heute zum Thema Toyota Supra. Das Thema lässt mich nicht in Ruhe. Das Auto beschäftigt mich wirklich echt schwer. Ich finde das Auto, eigentlich die Geschichte von Toyota Supra, finde ich die echt krass. Ja, wie das die letzten Jahre war. Nur der neue Toyota Supra ist etwas nicht so gelungen. Ja, wie ihr letzte Woche gesehen habt, bin ich das Gerät gefahren. Achtung, Zingo, geh mal zur Seite. Wir haben Zingo bei uns. Deswegen fahren wir 30 km/h auf der Autobahn an. Ja. Ich finde das wirklich geil, im Großen und Ganzen. Aber ein paar Sachen stören mich an dem Auto. Ne? Und zwar, schaut mal, schön, traurig. Und da der Belzec mal gute Laune hat, finde ich das Auto viel besser. Das ist für gut gelaunte Menschen. Ja, weil das finde ich viel zu traurig. Wenn der Lufteinlass eine Funktion hätte, hätte ich gesagt, okay, das musst du. Sehr schön, was Toyota gemacht hat, sind diese Akzente hier um die Rückleuchte herum. Finde ich sehr schön, wirklich. Nicht einfach eine Schaustange glatt bis oben, wie zum Beispiel hier am Kotflügel. Das ist einfach wirklich, wenn man sich das noch schwarz absetzen würde, ne? Ich glaube, das würde cool aussehen. Halt. Auf jeden Fall, die Leuchte finde ich geil. Also, traurig, nicht traurig. Das ist nicht Belzec, das ist Belzec. Oder so, wenn man Lufteinlässe schon macht, auch ein Lufteinlass, aber nicht so traurig. Und was mir schon von Anfang an nicht gefallen hat, dass quasi das hier, ne, wir haben das bis Ende gemacht, der Toyota hat das hier mittendrin aufhören lassen. Hm. Anders halt. Ja, also manche Lufteinlässe an dem Auto müssen zugemacht werden und an manchen anderen Stellen etwas mehr auf, finde ich. Zum Beispiel die Kotflügel vorne. Kannst du sehen? Quatsch. Ja. Ja, finde ich geil. Wenn man die Stoßstange so macht, zu, die Kotflügel so auf, bombastisch. Ne? Hier, an der Front zum Beispiel. Ne? An der Frontstoßstange. Von vorne sieht das gut aus, alles, ne? Auch hier das originale Teil. Die Lippe ist ja von uns oder von JP Performance. Aber das hier geht auch nicht bis zu Ende, wenn man von der Seite guckt. Ne? Viele haben sich gewünscht, dass wir etwas bauen, so in Richtung Retro, also quasi wie der alte Toyota Supra. Ja, was wir auch versucht haben, gleich in der Studie. Was mir nicht gefällt, sind die Nasendinger. Ich weiß nicht, warum man PDCs so ein Riesengerät da drumherum bauen muss. Ja, finde ich, geht so. Ja. Die Wölbung ist okay, macht aber den Wagen so eine Nase. Und was macht man mit großen Nasen? Die lässt man sich bei Dr. Belzec verkleinern. Also ich bin jetzt seit neuestem der Autochirurg. Und wer so eine Nase hat, die kann die gerne bei uns gerne kürzen. Wir machen das nicht mit dem Hammer. Wir machen das mit unseren 3D-Geschichten. So, sieht's aus. Was mir auch nicht gefällt, sind die Lufteinlässe. Sind zu, ja, machen das Auto wieder auch so, ziehen nach unten, machen das Auto traurig. Wir sind nicht traurig. Ich hätte so gebaut. Ne? Vorteile. Man hätte wieder einen Platz für ein Kennzeichen. Ne? Weil, wo soll das Kennzeichen hin? Jean-Pierre hat das an der Seite montiert, ja, weil hier gar kein Platz ist. Ja, wenn man das hier montiert, dann sieht das ganz aus. Wenn du dann noch so ein großes hast wie viele oder so, dann hast du ganz... Wenn du ein normales Kennzeichen... Also ich bin nicht der Typ, der sich kurze Kennzeichen macht. Ich weiß nicht wieso. Ja, früher habe ich es gemacht. Mittlerweile finde ich die normale Standardgröße finde ich sehr schön. Vorne könnten die ganz wegbleiben, meiner Meinung nach. Wie in den USA auch. Aber so oder so. Das Auto bekommt eine ganz andere Breite natürlich durch die Lufteinlässe. Weil die einen enden hier mitten von dem Auto. Also hier ist sehr viel Platz. Ja? Und wenn das so ist, ist weniger Platz, heißt das Auto bekommt einen riesen Maul. Ja? Und natürlich Platz fürs Kennzeichen. Vernünftig ordentlich.
Und der Dr. Chirurg Belzec hat die Nase gemacht. Schönes kleines Näschen. Die Form ist nicht schlecht, weil die Haube ja so verläuft. Ja? Also hier diese ganze Wölbung in der Haube, alles top. Nur man braucht ja nicht so einen riesen Klunker hier an der Nase. So, ich mache eine Klinik auf. Geil. Ich finde es so schön. Was sagt ihr? Vielleicht könnt ihr das als Kommentar schreiben. Bitte nicht solche Kommentare. Also manchmal kriegen wir Kommentare, wo ich sage, okay, ich muss mir jetzt 2 Wochen Urlaub nehmen, um das durchzulesen. Bitte knapp und kurz und knapp halten, weil bitte, sonst kann ich mir das nicht durchlesen. Sascha auch nicht. Da fehlt uns die Zeit. Also wir versuchen schon viele Kommentare zu beantworten, aber wir können nicht alle beantworten und die extrem langen, ja, wenn ihr so extrem lange habt, schickt uns die per E-Mail lieber und nicht als Kommentar hier. Schau mal, allein, Sascha, muss mal gucken, guck mal hier, allein, wenn du von der Seite guckst, das Auto hat schöne Linien, geschlossene Linien, alles so voll. Ja. Und das zieht das ganze Auto hier runter, was hier weg ist. Obwohl das hier zum Beispiel immer noch mittendrin aufhört oder anfängt. Ja? Was ich nicht verstehe, das passt irgendwie nicht so da rein. Das sieht aus wie so ein Diffusor von einem anderem Auto, was so dran gepasst hat. Das andere Auto war ein bisschen kürzer, die Stoßstange war bis hier. Ja. Jetzt Toyota, bitte, ich möchte euch nicht die Toyota-Designer irgendwie schlecht machen oder so. Falls irgendeiner von Toyota hier auch zuschaut und mich was Besseres belehren möchte, ja, der kann mich gerne kontaktieren und sagen, Belzec, der Diffusor muss so, weil... Punkt, zum Beispiel. Ne? Also ich lerne dazu, ich freue mich auch wirklich, auch dass ich hier mit dem Lamborghini-Designer schon gearbeitet habe oder ein paar Tipps bekommen habe, ja? Oder von Audi-Designer. Und zum Beispiel, wenn wir ein Projekt starten und sagen wir, Konzept so und so und so machen, ja, und dann ist dahinter, hinter der Stoßstange, sind so viele Sensoren und mittlerweile ist das Auto ein fahrender Computer, ja, und dann müssen wir den Luftanlass ein bisschen kleiner machen, weil dann passt der Sensor nicht oder, ja. Also manchmal muss man was doch ändern, weil wir haben keine 3D-Daten von einem Auto, bevor wir die selber hier auf dem auf dem Hof haben. Deswegen, erst wenn wir die Stoßstange abnehmen, sagen wir, guck, Überraschung. Ja. Das ist schon kaputt. Auf jeden Fall. Wobei ich jetzt, das ist mich rausgebracht hier. Macht mich wahnsinnig. Meine Damen und Herren. So, traurig, nicht traurig. Schaut mal, allein die Schweller. Ja, ich finde die Originalen, nicht den Zusatzschweller, was wir gemacht haben, so einfach hier geht extrem. Ich zeige mir den Finger. Ich mache eine Bildschirmaufnahme und zeige mir den Finger. Also. Ja. Gut, dass wir da auch noch eine Kamera stehen haben. Ja. Die zeigt, dass der Melzig mir den Finger zeigt. Auf jeden Fall hier, diese Partie, ne? Achtung, Sascha. Check. Ist so viel schöner. Ja. Ja. Meine Meinung. Und diese Haifisch-Dinger. Ja. Kann, muss nicht. Ne? Die Frontstoßstange hier, diese traurige. Ja. Achtung. Ne? Traurig. Bisschen was anders. Nicht anders. Mhm. Anders? Nicht anders. Guck mal, auch hier hat Toyota aufgehört zu arbeiten. Oder wie gesagt. Also falls irgendeiner zuschaut und sagt, ey Belzec, das muss so sein, weil, dann hätte ich es gerne erfahren. Guck mal jetzt hinten, ohne Lufteinlass, ne? Und der Diffusor mittendrin aufhört und hier bis Ende. Mhm. Natürlich muss man hier auch, entweder man zieht das bis zu dieser Linie, ja? Oder hier diese Linie, und man muss hier die weiterführen. Ja. Oder hier so unten so ein bisschen auslaufen lässt. Ja, das sind so 2 Möglichkeiten. Aber ich finde es schon irgendwie cooler. Aber nur das, jetzt zeige ich schon wieder mit der Hand, ja, Bildschirmaufnahmen bei Belzec hier. Ich finde, wenn man das, nur diese Partie betrachtet, ist das 1000-mal schöner. Sehr schön, auch ohne Luftanlass, sehr schön, aber das, erstens läuft das gekippt nach hinten, siehst du das? Ja. Also hier ist weniger Abstand als hier. Ja. Warum auch immer.
Und zweitens, ich finde die Version geschlossen und dieses Gerät muss bis hinten oder zumindest bis hierhin, ja, bis zu der ersten Linie. Oder man zieht da durch, dass er noch mehr dickeren Arsch bekommt, ja, und dann muss er die Linie so ein bisschen so übernehmen, hier von der Kotflügel. Also meine Damen und Herren, wie ihr auch merkt, es muss nicht immer ein Widebody sein. Finde ich schon, aber ich versuche manchmal anständig zu bleiben. Haben wir noch was Schönes? Ja klar, unsere 3D-Zeichnungen. Jetzt hier, meine Damen und Herren, schaut mal. Ein schöner Lufteinlass. Hier wird er noch schwarz abgesetzt, mit so einem Kunststoffteil. Und die hinten, ich nenne die Cupwings, ja, der Diffusor oder Cupwings, wenn das so abschließt, ja, dass das hier bündig ist, ist zwar getrennt mit so einer Trennung, aber bündig ist, wird das Auto ganz anders sein. Ganz, ganz, ganz anders. Einen dicken Arsch, sieht schön aus, ja, finde ich. Aber schön abgeschlossen. Wenn das schon in der Mitte aufhört, dann soll das keine Stufe sein. Weil vor allem, die sind schon so, die Dinger sind echt breit. Ja, sind ja. Und das, meine Meinung ist nicht so schön. Auf jeden Fall, ja, vielleicht werden wir irgendwann einen Toyota Supra umbauen. Und ich habe noch was gefunden. Achtung, Toyota Supra. Das habe ich vor sehr vielen Jahren gemacht. Nein, das war 2019. Ne? Boah, das hört sich so an. Auf jeden Fall, vor 2019... Damals, wo die Essen Motor schon... Genau, wo damals das Auto auf der Messe stand, habe ich es fotografiert und mich hat schon immer damals schon auch das Traurige gestört. Deswegen habe ich gedacht, was ist, wenn wir das so umbauen? Guck mal, aber schon nicht schlecht. Also komm, oder? Ja. Besser? Nein, besser als das. Ich finde, das Ding sieht fett aus. Und natürlich dadurch, dass die Lufteinlässe bis hierhin gehen, bis nach außen, außen, außen gehen, ja, finde ich das sehr sexy. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss Sascha ein bisschen Zucker geben, der ist unterzuckert. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like, einen Kommentar, teilt das Video und. Und ja, vielen Dank. Bis dann. Tschüss.